So, es gibt eine Menge Unsicherheit zurzeit. Einzelne Aktien sind amtlich gefallen. 30, 40, 50, 60, 70%. Was macht man nun, um das Portfolio zu retten? Nachkaufen! Tja, das ist jetzt die Frage. Ist das wirklich die Rettung? Worauf sollte man achten? Und welche Aktien kauft man nun nach? Und wie zieht man sein Portfolio nun an den Haaren aus diesem rot glühenden Abwärtsstrudel? All das möchte ich heute mal mit dir besprechen. Let's go! Wall Street, Wall Street, Bouncy! Bouncy! Wall Street, Bouncy! Wall Street, Bouncy! So, wie gesagt, es gibt einige Aktien, die ordentlich Federn gelassen haben. Die habe ich mir ja auch unter anderem in den letzten Videos schon angeschaut. Heute soll es mal etwas genereller darum gehen, wie du rausfindest, ob es die richtige Idee ist, jetzt nachzukaufen. Ich meine, ich bin ja kein Steuer- oder Anlageberater, nur ein kleiner Chihuahua im Internet, aber ich glaube, ich habe zumindest aus Hundesicht ein paar interessante Punkte für dich und dein Portfolio dabei. Und falls dich nun bei jeder Aktie, die rot in deinem Depot glüht, die Frage quält, ob du nun nachkaufen sollst, dann habe ich noch ein schönes Beispiel anhand zwei ganz realer Aktien für dich. Aber vorher will ich noch kurz eine Sache loswerden, denn dieses Video wird freundlicherweise unterstützt vom Abo-Knopf. Du kannst ihn einfach drücken, es ist kostenlos und du bekommst dafür auch noch locker easy mindestens zwei Videos die Woche vom kleinen Wauzi. Also hau mal rauf da. Das war natürlich nur ein Scherz, beziehungsweise natürlich nicht. Aber den Plug habe ich nur gebracht, um cool und unabhängig zu wirken. In Wirklichkeit wird das Video nämlich freundlicherweise von Freedom24 unterstützt. Auch geil, denn bei dem Broker läuft immer noch die Aktion, dass du eine kostenlose Aktie im Wert von bis zu $700 bei Depoteröffnung bekommst. Also check das gerne mal aus, wenn das geil für dich klingt. So, jetzt aber. Let's make your Aktienportfolio great again. Okay, also, vieles crasht, aber bei weitem nicht alles. In erster Linie erwischt es spekulative Wachstumswerte ohne Gewinne, die vorher hart hochgehypt wurden. Also, wenn nun dein komplettes Portfolio rot leuchtet, hast du vielleicht etwas zu heftig im Hype-Sumpf gefischt und vielleicht nicht vernünftig diversifiziert. Bauzi, langweil mich nicht mit Diversifikation, ich will endlich wieder Kohle machen. Ja, verstehe ich, aber das ist wichtig. Versteh mich nicht falsch, ich sag nicht, schieb jetzt alles in sichere Konsumgüteraktien und wenn du dann wieder die Geduld verlierst, dann wieder zurück. Nein, ich sag, es ist nicht verboten, beides zu haben. Im besten Fall hast du aber beides zu einem fairen oder besser noch billigeren Preis mit schönem Sicherheitsabschlag gekauft. Und in einem gut diversifizierten Portfolio, da kann dann auch vielleicht mal der ein oder andere hochspekulative Wert mit auftauchen. Wenn die Positionsgröße verhältnismäßig ist und die Aktie komplett zerledert wird, sollte es nicht so ins Gewicht fallen. Klar, geht geiler und man soll ja auch kein Geld verlieren, aber wenn man sich nun hat dazu hinreißen lassen, was soll man tun? Nachkaufen? Wie gesagt, das schauen wir uns gleich an. Erstmal schauen wir uns an, welche drei Punkte dir als Investor eigentlich Rendite bringen. Und das ist wichtig, sich diese drei Punkte immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, denn hier kann man sonst schnell Geld verlieren. Also, du bist Aktionär, Investor, Anteilseigner in einem Unternehmen. Welche drei Punkte treiben deine Rendite, deine Gewinne? Erstens, die fundamentalen Daten des Unternehmens, also unter dem Strich die Gewinne. Weil was willst du sonst als Anteilseigner von einem Unternehmen als die Gewinne? Und über kurz oder lang wird der Kurs zu den Gewinnen laufen. Zweitens die Bewertung. Genau, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und in manch extrem euphorischen Zeiten kommt es zu extrem euphorischen Bewertungen, die dir als Aktionär natürlich ordentlich Rendite bringen können. Denn wenn auf einmal alle glauben, die Zukunft deines Unternehmens wird noch rosiger als rosig und alle sind gewillt, dir einfach das Doppelte oder Dreifache von dem zu zahlen, was die Aktie eigentlich wert ist, dann ist das natürlich auch geil für deine Rendite, vorausgesetzt du verkaufst. Und drittens die Ausschüttung in Form von Dividenden oder ähnlichem. Klar, auch das ist was für deine Rendite, heißt ja nicht umsonst Dividendenrendite. Und auch hier kann über die Jahre einiges zusammenkommen. Und hier ist es tricky. Hier kann es sein, dass Leute eine Menge Geld verlieren. Denn bricht deine Aktie nun ein, ist es hier erstmal wichtig zu schauen, woran das liegt. Liegt es an der Bewertung? Also sprich, alles läuft weiter geil, die Aktie war vorher einfach nur zu hoch bewertet und jetzt gibt es sie einfach günstiger, dann ist das erstmal kein Grund zur Panik. Oder bricht sie ein, weil fundamental die Lage bewusst aussieht und
etwas ganz und gar nicht gut läuft. Hier musst du immer unterscheiden und dir das als erstes vor Augen führen. Und wie aber findest du raus, ob die fundamentalen Daten noch in Ordnung sind bei einem Wachstumsunternehmen, das zwar heftige Wachstumsraten erzielt, aber keine Gewinne, dafür vielleicht Schulden, negative Margen und sowas hat? Was kannst du hier greifen? Einer meiner absoluten Lieblingsinvestoren, Peter Lynch, hat ja mal gesagt, wenn du in 10 Unternehmen mit wachsenden Gewinnen investierst und bei 4 richtig liegst, dann stehst du am Ende gut da. Wenn du bei 6 richtig liegst, dann bist du ein verdammtes Genie. Und hier will ich die Aufmerksamkeit auf das Wort Gewinne lenken. Hier ist nicht von Unternehmen die Rede, die durch hohe Schulden exorbitantes Wachstum generieren. Das bedeutet so, in diesen Fällen so oft richtig zu liegen, wird noch viel schwerer. Generell galt besonders in letzter Zeit, dass viel zu vielen Aktien einfach eine viel zu rosige Zukunft vorhergesagt wurde und sie dementsprechend viel zu hoch bewertet wurden. Bedeutet, dass selbst nach einem 50-60% Rückgang manche Aktien noch mit einem zweistelligen KUV dastehen und nach wie vor ein beachtliches Potenzial nach unten haben. Lass uns mal 2 Aktien gegenüberstellen. Eine der beiden wurde jüngst gleich 2-mal angefragt, deshalb ziehe ich die hier mal ran. Also auf der einen Seite haben wir CrowdStrike. Das ist ein Unternehmen aus Kalifornien, das Cybersecurity-Technologien und Informationssicherheit sowie Schutz vor Cyberangriffen anbietet. Arbeitet wohl auch mit dem Justizministerium der USA zusammen, klingt soweit legit. Ich bin aber kein Kunde. Oder vielleicht doch über Umwege. Denn das Unternehmen auf der anderen Seite ist, wie der Zufall es will, einer der größten Anteilseigner an CrowdStrike, nämlich Alphabet, also Google. Muss ich irgendjemandem Google erklären, das Unternehmen, das gleich mehrere heftige Burggraben-Services im Angebot hat? Ich meine YouTube, Android und wenn du mit Bing oder so googelst, dann bist du möglicherweise ein Freak von den ganzen Moonshots und Beteiligungen wie Waymo oder SpaceX und eben CrowdStrike ganz zu schweigen. Nun stellen wir hier mal ein paar Kennzahlen gegenüber. So, CrowdStrike hat eine Marktkapitalisierung von 39,8 Milliarden Dollar und der Abschlag vom All-Time-High liegt hier bei minus 43%. Im Gegensatz zu Alphabet, da liegt er bei minus 13,1%. CrowdStrike hat zurzeit noch ein KUV von 30,46. Bei Alphabet liegt dieses bei 7,59 und das erwartete KGV für CrowdStrike liegt bei 196,08 und bei Alphabet bei 23,7. Dann habe ich hier noch das PEG-Ratio mit einbezogen. Das ist ein Wert, auf den auch Peter Lynch immer gerne geschaut hat, aber darauf gehe ich nochmal gesondert ein in einem Video. Wenn du darauf Bock hast, natürlich schön abonnieren hier. Also, das PEG-Ratio liegt bei CrowdStrike bei 3,79 und bei Google, also Alphabet, bei 0,77. Und alles, was hier unter 1 ist, ist sehr, sehr, ja, watchlistenwürdig mindestens. Umsatzwachstum im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr bei CrowdStrike richtig gierige 63,5%. Bei Alphabet lag das bei 41%. Gewinnwachstum im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Bei CrowdStrike gibt's keinen Gewinn. Und Alphabet hat seinen Gewinn mal eben um 68,4% gesteigert. Jetzt gucken wir mal auf die Margen. Operative Marge bei CrowdStrike minus 9,9%. Gewinnmarge minus 16,48%. Und dann schau dir mal die Margen hier bei Alphabet an, richtig gierig um die 30% und ausstehende Aktien, die Entwicklung allein in den letzten 3 Jahren. Da haben wir hier bei CrowdStrike plus 348% und bei Alphabet minus 2%. Auch wenn bei CrowdStrike hier die Prozente so viel höher sind, ist das kein gutes Zeichen, gar nicht gut. Du hast ein Stück Kuchen, das dir gehört, du willst es essen. Auf einmal werden da noch 5 Leute mehr rangesetzt, die jetzt alle von diesem Kuchen essen sollen. Also, das bedeutet, dein Anteil wird hier massiv verwässert. Bei Alphabet wird zurückgekauft. Alphabet arbeitet schon daran, Aktien zurückzukaufen und dein Stück vom Kuchen eher größer zu machen. Bei CrowdStrike muss ich einfach sagen, der Blick aufs KUV und das erwartete KGV sagen mir, dass es hier noch sehr weit entfernt davon ist, ein Schnäppchen zu sein. Und auch 43% unter dem All-Time-High. Auch wenn man hier nachkauft, muss man damit rechnen, irgendwann eventuell noch deutlich billiger nachzukaufen. Bei der Bewertung ist immer noch viel rosige Zukunft eingepreist und 63% Umsatzwachstum sind hammermäßig, keine Frage. Aber sollte auch hier mal nur im Kleinsten nicht dementsprechend geliefert werden, kann es noch hässlich werden. Außerdem muss ich hier selber für die eigene Bewertung viel zu viele Annahmen machen. Wann drehen die Margen ins Positive? Wie saftig werden die Margen? Können die gehalten werden?
da fällt es doch leichter, mit einem Unternehmen, das schon einen heftigen Track Record hat, Burggraben ohne Ende, man benutzt es täglich, es wächst auch bei der enormen Größe immer noch mit solchen Raten. Jetzt soll das hier sicher kein CrowdStrike-Bashing sein und ich will niemandem die Investition ausreden. Oder vielleicht doch. Naja, ich möchte nur sagen, dass du solche Überlegungen und Gegenüberstellungen in deine Investments mit einbeziehen solltest. Denn ich bin der Meinung, je spekulativer und je mehr Annahmen und Vermutungen du einbeziehen musst, desto schwerer machst du es dir. Klar, sieht jeder die einzelnen Erfolgsstories und zieh dir mal diese Entwicklung rein. 1000 Euro investiert in 2010. In McDonald's sind das heute 3.943 Dollar. 1000 Dollar in Microsoft wären heute 11.122 Dollar und 1.000 Dollar in Tesla in 2010 wären heute 85.101 Dollar. Und das ist ja auch alles schön und gut und extrem motivierend. Allerdings darf man, wenn man das sieht, nicht vergessen, dass Elon Musk sagte, dass Tesla zwischen 2017 und 2019 ungefähr 4 Wochen vor dem Bankrott stand. Also, da gab es eine extrem unsichere Zeit. Das bedeutete, in 4 Wochen gehen da die Lichter aus. Weg, weg die 1000 Dollar. Und das musst du in das wahre Leben ummodellieren. Du hast die Wahl. Du hast 2 Freunde. Beide haben jeweils einen Eisladen. Du willst einsteigen. Einer macht seit Jahren kontinuierlich Gewinne mit einem nahezu unzerstörbaren Geschäftsmodell. Der andere sagt dir, in 4 Wochen sind wir möglicherweise bankrott. Wem gibst du jetzt diese 1000 Euro? Wo sind die 1000 Euro besser aufgehoben? Natürlich bei den Bankrottkandidaten sieht man doch eindeutig in den Charts. Klar, das ist der Vorzeigekandidat. Wie viele Eisdielen sind aber in der Zeit bankrott gegangen und haben deine 1000 Euro mitgenommen? Zusammengefasst, diversifiziere, checke, liegt der Einbruch an der Bewertung oder an den fundamentalen Daten. Nachkaufen, aber nicht übertreiben, denn möglicherweise kannst du noch viel billiger nachkaufen in Zukunft. Und lass dich nicht verrückt machen. So, ich hoffe, hier waren ein paar hilfreiche Denkansätze für dich und die zukünftige Gestaltung deines Portfolios dabei. Ich habe vor einiger Zeit mal 2 Videos gemacht, die, wie ich bei aller Bescheidenheit finde, eigentlich ebenfalls ganz gut hierzu passen. Und auch in das aktuelle Umfeld. Das eine ist mein Video über das Investieren bei hohen Kursen und natürlich dann noch das Video über das Investieren bei fallenden Kursen. Wenn eines davon dein Interesse weckt und du es noch nicht kennst, dann jetzt reinziehen. Das war's von mir, deinem Wall Street Wauzi, aka The Wauz of Wall Street. Hab dich lieb. Peace out.